Beinahe hätten wir im letzten Part das Treffen mit Vinnie Pappalardo und Rex Fury verpasst. Aber ein Glück, sie scheinen noch in der Eisdiele von Vinnie Pappalardo zu sein. Bevor es aber dahin geht, möchte ich noch einmal hier den schiefen Turm von Pisa hinaufsteigen in Little Italy. Ja, wobei, Pisa liegt doch nicht in Italien, oder? Ist eigentlich Rom oder irgendwie sowas. Griechenland? Bin mir gerade gar nicht sicher. Geografie. Was soll's? Ich hasse Geografie. Ich möchte trotzdem mal gucken, was wir denn da oben so Schönes haben. Irgendwas muss da oben sein. Der ist doch nicht hier eingefügt worden aus Jux und Dollerei. Das glaube ich nicht. Das glaube ich den Entwicklern nicht. Und dann geht's auch gleich weiter mit der nächsten Story-Mission. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Die letzte haben wir ja mega gut abgeschlossen mit dem Feuerwehrmann. Bin gespannt, ob die jetzt auch so gut läuft. Alles klar. Ein Tausenderstein, beziehungsweise sehr viele kleine Tausendersteine und ein Bezirk zum Erobern. Sehr, sehr schön. Nehme ich mit. Warum auch nicht? Und, oh, sehr nice. Ein... Super Mario Power Stern. Yeah. 3 von 5 hätten wir damit schon. Fehlen also nicht mehr viele. Und dann schalten wir, was weiß ich, frei. Irgendwas mit Mario, ganz bestimmt. Sehr schön, sogar ein 10.000er ist hier oben. Lass mich raten, hier spawn ich einen Alien, wenn ich das jetzt hier aktiviere. Richtig? Würde ich schon vermuten. So, 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 so. Sehr schön. Und da spawnt... Nein, ein Warp-Punkt. Und der warpt mich wohin? Ich springe auf jeden Fall außen runter. Ist mir jetzt zu blöd, hier wieder den ganzen Kreis runter zu rennen. Das geht so gleich viel schneller. Und Schaden kriege ich ja keinen. Ich bin ja ein Lego-Mensch. So. Lass mal gucken, wo mich das hier hinführt. Tatsächlich, okay. Führt mich einfach hoch, wie ich es mir schon gedacht habe, aber... Man guckt sich dann ja doch lieber nochmal um. Wer weiß, vielleicht hat man sich ja getäuscht, nicht wahr? Kann passieren. Ist zum Glück nicht. So, Sekunde. Ist das hier die letzte Metro, die ich aktivieren muss? Uns fehlt ja noch eine. Sieht sehr gut aus. Ich glaube, eine fehlt uns noch, oder? Tatsächlich, wir haben alle Bahnhöfe aktiviert. Das dürfte, glaube ich, auch eine Special-Nachricht geben. Von Ellie. Freigeschalten. Komplettes Schienennetz. Na gut, benutze ich eh nie. Yeah. Freigeschaltet Emerald Knight. Wett? Gute Nachrichten gibt es nicht. Wett? Ausgezeichnete. Hallo. Okay. Das ist mir neu. Und warum steht da unten? Fahr den Zug. Das wird ein guter Tag. Hä? Fahr den Zug. Verstehe ich nicht. Da passiert nichts. Lass mal kurz Schnellreise machen. Ich möchte mir den jetzt auf jeden Fall angucken. So viel steht auf jeden Fall fest. Was habe ich da gerade freigeschalten? Was hat es mit diesem merkwürdigen Zug auf sich, den ich da gerade freigeschalten habe? Ist das ein Minispiel oder irgendwie sowas? Irgendwas muss es ja sein. Sonst wird mir das hier nicht so angepriesen werden. Da fährt er. Hä? Ja? Fahr den Zug? Okay. Cool. Jetzt dein Ernst? Ja? Jetzt dein Ernst? Oh, wie cool! Ich kann den Zug fahren! Ich kann den fucking Zug fahren! Wie cool!
Oh, das macht Spaß. Das ist ja mal mega cool. Am liebsten würde ich jetzt einfach den kompletten Part damit vergeuden, hier in Lego City einmal eine Rundtour mit dem Zug zu machen. Oh, das ist cool. Das wusste ich nicht mal. Das ist ja das Erstaunliche. Ich habe das Spiel ja schon mal auf der Wii U durchgespielt. Aber dass ich mit dem Zug fahren kann, davon wusste ich ja wirklich nichts. Das ist ja mal mega cool. Yeah. So geil. Und vor allem, ich finde vor allem geil die Kamerafahrten. Die finde ich ja mal mega erstaunlich, die wir hier die ganze Zeit zu sehen bekommen, von dem Zug an der Seite und so. Ah, oh, es ist super. Da ist eine so ein Teil für den starken Herrn, den wir noch nicht freigeschalten haben. Oh, es ist toll. Das finde ich ja mal mega cool. Jetzt mal kurz rückwärts fahren. Oh, funktioniert auch. Das ist... Oh, es ist cool. So ein uralter Zug, so ein, weiß ich nicht, Güterzug, hieß der ja damals in dem Lego City Set, das man sich kaufen konnte. Da hieß das ja, da gab es einmal den Personenzug und einmal den Güterzug. Und das hier war der Güterzug, in grün sogar. Und der war einfach 80 Euro teurer als der Personenzug. Die haben halt auch wirklich funktioniert auf den Gleisen. Und haben 180 Euro hat der Zug gekostet. Aber ich habe dieses Set so geliebt. Da war auch einer meiner Lieblings-Lego-Charaktere dabei in diesem Set. Und zwar der, der Zugschaffner. Der war so cool. Den Personenzug fand ich nicht so cool. Den ICE. Aber den hier, oh, der war wirklich cool. Also wenn mir hier jemand reinfährt, keine Ahnung, passiert nicht. Die sind klug genug, mir nicht reinzufahren. Aber komm, wir machen einmal eine Rundtour. Einmal eine Rundtour durch Lego City. Das muss gerade sein. Das muss gerade einfach sein, weil ich gerade diesen Zug so super finde. Tut mir leid, falls ich euch damit jetzt ein bisschen langweile. Aber, oh mein Gott, das ist cool. Kann ich hier auch die Gleise wechseln? Nein, okay. Gleise wechseln kann ich nicht. Ich habe gerade in die Richtung gedrückt. Funktioniert nicht. Schade. Also es ist wirklich nur so eine coole Tour, die man mit dem Zug hier drehen kann. Und dann war es dann auch schon. Ah, ist so cool, den Untergrund, das Untergrundsystem von Lego City zu sehen. Und allgemein, vielleicht finde ich ja auch irgendwas, was ich noch übersehen habe, mitzunehmen, nicht wahr? Weil man kann ja da auch als, Ding hier, als Jace McCain einfach langrennen. Und wir haben schon gesehen, ein Charakter wurde hier auf jeden Fall versteckt. So viel steht fest. Vielleicht wird da sogar noch mehr versteckt. Wie zum Beispiel, ich sehe es gerade. Einen, seltenen Stein, der hier einfach auf den Gleisen liegt. Cool. Da oben ist auch irgendwas, aber ich glaube, da komme ich nicht hoch. Hey, stopp! Nein! Was soll der Scheiß? Nein! Bleibst du wohl stehen? Bin ich wenigstens jetzt durch? Ich glaube, das, was hier vor mir liegt, ist schon wieder das Polizeirevier. Das heißt, wir haben wenigstens, ja, wir haben wenigstens nicht viel verpasst von unserer Zugfahrt. Und haben sogar zwei goldene, beziehungsweise einen Charakter und einen goldenen Stein mitgenommen. Finde ich voll okay. War verdammt unterhaltsam. Ich liebe dieses Gimmick jetzt schon. Ich feiere es hardcore. Und, ja, es lohnt sich jetzt nicht wirklich. Es lohnt sich nicht wirklich, jetzt nochmal die nächste Spezialmission anzufangen. Deswegen würde ich spontan behaupten, ich suche irgendwas anderes, was wir tun können. Aber es ist so schwierig, irgendwas anderes zu suchen, was wir tun können. Ah. Was mache ich jetzt? Was kann ich denn zum Beispiel hier noch machen, in diesem Gebiet? Ja, aber finde ich ja nicht. Okay, wir haben hier...
Noch ein Hubschrauber-Landeplatz, genau. Auf dem Lego City, dem Lego City Polizeirevier. Kann ich sowas herstellen? Ich erinnere mich. Lass uns das kurz erledigen. Kann ich im Polizeirevier eigentlich auch irgendwas machen mit meiner Axt, die ich jetzt habe? Ich kann das hier aufbrechen. Aber was bringt mir das? Klar, ein Farbding, ein Farbautomaten. In Blau. Damit ich hier schneller hochkomme, aber... Ja, ne? Brauche ich jetzt nicht wirklich. Na gut, dann lass uns hier den Hubschrauberplatz bauen. Das Geld haben wir locker dafür. Oh yeah. Bin gespannt, wie viele Superbauten es noch gibt. Ja, noch eine ganze Menge sogar. 60 Stück noch. 30 Stück, Entschuldigung. Wir haben einen neuen Hubschrauber freigeschalten. Cool, cool. Und bald haben wir die 200 Goldsteine. So, die muss man sich natürlich auch kaufen, hier die Hubschrauber. Nix gibt's hier gratis in dem Spiel. Absolut nix. So. Machen wir jetzt. Ich würde spontan behaupten, ich kaufe mir erstmal die Autos, falls wir da neue Autos haben. Ich glaube es aber tatsächlich nicht. Dann machen wir heute halt wieder so einen kleinen Collectibles-Part zwischendurch. Woher soll ich denn wissen, dass wir jetzt hier alle Züge freischalten, ne? Das kann ich nicht riechen. Das war aber trotzdem mega cool. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendeiner von euch da draußen enttäuscht ist. Allein wegen dieser coolen Zugfahrt, die wir da gesehen haben, finde ich, hat sich das schon gelohnt, hier den Part einzuschalten. Oder was sagt ihr? Das war schon was Cooles und ich zeig doch wenigstens alles, ne? Es gibt Leute, die zeigen dann diese Zugfahrt, die Zugfahrt nicht mal komplett und ich bin so ein netter Dude, ey. Ich zeig euch einfach alles in diesem Spiel. Da muss man schon sagen, Alter Ultra, danke dafür. Das war schon cool. Das war definitiv cool. So, wie viele Feuerwehr-Outfits haben wir eigentlich mittlerweile freigeschalten? Einfach um hier nochmal kurz durchzugucken. Haben wir einen neuen Polizisten? Ich glaube nicht. Nein. Neuer Räuber. Da könnte einer dabei sein. Nein, okay. Neuer Bergarbeiter. Da fehlen auch nur noch zwei. Astronaut fehlt auch nicht. Ja, wobei. Astronaut fehlt noch mega viel. Und Feuerwehrmann. Ah, drei Stück sogar. Nice. Dann kommen wir da auch mit den Prozenten ein bisschen weiter. Ich würde mich schon mega freuen, wenn wir jetzt gleich die 50% irgendwann erreichen. Das wäre schon mega cool. Und so wie es aussieht, brauchen wir gar nicht mal 100 Parts für dieses Projekt. Also ich rechne mit, ja, 80 Parts auf jeden Fall, bis wir das abgeschlossen haben. Aber, ne, ich bin ja am Anfang von 100 Parts ausgegangen und anscheinend werden es ja nicht mal 100 Parts für Lego City Undercover. Also so lang ist das Spiel dann doch nicht, wie ich es anfangs eingeschätzt habe. Und dabei spiele ich eigentlich mega langweilig. Nicht langweilig, sondern langsam spiele ich eigentlich. Für meine Verhältnisse, muss ich dazu gestehen. Also ich weiß nicht, wie ihr es findet. Vielleicht findet ihr es ja auch relativ unterhaltsam, wie ich spiele. Aber ich persönlich finde, ich spiele das Spiel verdammt langsam durch. Das kann man auf jeden Fall sehr viel schneller durchspielen. Naja. Was soll's. Am Ende zählt das Ergebnis, wie ich so schön sage. So, was machen wir jetzt als nächstes? Fragen über Fragen. Hier haben wir noch einen Superbau, da komme ich aber nicht hin. Denn der befindet sich hier oben. Und um da hochzukommen, fehlt mir leider die letzte Fähigkeit. Ihr seht's ja. Uns fehlt bei Chase McCain noch eine Fähigkeit. Und dann haben wir alle. Und dann kann das 100% sammeln tatsächlich auch endlich losgehen. Beziehungsweise, ich glaube, hier das erste Gebiet können wir dann 100% komplettieren. Ich glaube, mehr werde ich aber noch nicht machen, sondern erstmal dann der Story hinterher rennen. Was so viel bedeutet wie, ja. Sobald wir diese Fähigkeit bekommen, gibt es wieder einen Collectibles-Part, bei dem wir die erste, ja, den ersten Bereich vervollständigen. Hier dieses Gebiet hier, da fehlen uns ja noch drei Autos, drei Charaktere. Und ein paar goldene Steine, aber die goldene Steine, die finden wir locker, würde ich mal behaupten. Das ist, glaube ich, nicht das Problem.
Und ja. Dann freue ich mich, wenn wir das dann abgeschlossen haben. Dürfte, glaube ich, eh nur ein Bonuspart werden, weil es ist halt wirklich wenig, was uns noch fehlt in dem Gebiet. So, was ich auch noch testen wollte, genau, wir haben im letzten Part ja hier Kostüme freigeschalten. Was ist das? Anscheinend verlieren wir da unseren Hut. Warum auch immer. Muss ich nicht verstehen. Denke ich mal. Will ich ins Polizeirevier gucken? Ich würde eigentlich noch gerne mal ins Polizeirevier wieder reingucken, weil vielleicht haben wir da ja noch irgendetwas. Ja, lass mal zur Polizeistation. Weil hier gibt es ja auch 10 goldene Steine. Und wir haben gerade mal 8 goldene Steine. Das bedeutet, 2 goldene Steine müssen noch irgendwo hier sein, im Polizeirevier. 20 Spielstunden. Kann sich sehen lassen. Ich glaube, 48 habe ich beim letzten gebraucht oder 50, irgendwas sowas um den Dreh. Ich habe es in 2 Tagen durchgespielt. Ja, lass mal in den Keller. Kann ich hier irgendetwas machen mit meiner Feuerwehrfähigkeit? Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Los, steigt euch mehr an! Ah, doch! Tatsächlich haben wir hier was für den Feuerwehrmann. Sehr cool. Was bringt es mir? Ein goldener Stein. Cool. Hat sich dementsprechend schon mal gelohnt. So. Das Problem ist aber, hier oben komme ich immer noch nicht rein. Da brauchen wir ebenfalls die letzte Fähigkeit. Und das werde ich dann wahrscheinlich einfach mit der letzten Fähigkeit auch verbinden. So, und was das hier ist, verstehe ich immer noch nicht. Das ist irgendwie komplett unnütz, weil ich kann die auch einfach unter Extras aktivieren, die roten Steine, aber... Okay. Ne? Ich mache das schon seit Monaten, aber meine Arme... Und lass mich raten, der letzte Gold... Ne, wobei... Der letzte goldene Stein... ist doch hundertprozentig nicht da oben, oder? Ist da oben irgendwas? Doch, da ist noch eine Kiste. Er ist hundertprozentig da oben in der Kiste drin. Okay, das bedeutet, Polizeirevier ist auch soweit es geht abgeschlossen. Da kann ich auch nichts mehr machen. Dann Lobby und raus aus nach Lego City wieder. Und dann würde ich tatsächlich kurzerhand einfach den Part hier schon beenden. Ich weiß, der ist mega kurz. Es tut mir auch leid, aber ich weiß nicht, was ich machen möchte und ich möchte jetzt hier nicht noch eine Mission reinquetschen. Da sage ich die ganze Zeit, lasst uns beeilen, damit wir Rex nicht verpassen bei Winnie Papalados. Und dann verprassle ich einfach so den kompletten letzten Part, indem ich, ja, im kompletten letzten Part mir die Belohnung angeguckt habe, die es dafür gibt, dass wir alle Zugstationen aktiviert haben. Gut, aber heute soll es dann wohl endlich so sein. Wir holen uns die nächste Spezialmission. Hoffentlich noch mit Rex Fury dabei. Und wenn wir ihn verhaften, dann endet dieses Abenteuer hier und heute. Das wäre äußerst cool. Möchte aber dementsprechend noch nichts versprechen, denn... ja, wer weiß, wie es ausgeht. Hey, Mo, was machst du hier? Winnie hat mir verklickert, dass du jetzt ganz hoch bei ihm im Kurs stehst. Keine Sorge, ich bin nicht eifersüchtig. Ist er da? Er sagte, er wollte sich mit irgendeinem Privatkäufer treffen. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig besorgt. Der Typ, mit dem er sich trifft, war mal die Nummer in der Stadt, bevor sie ihn eingebuchtet haben. Jetzt, wo er raus ist, hoffe ich, dass er Winnie nicht aus dem Weg räumen will. Soll ich nachsehen, Rex, ob bei Winnie alles okay ist? Wenn Winnie rausfindet, dass ich jemanden geschickt habe, wird er stinksauer. Er darf's also nicht erfahren. Ich weiß nur, dass sie sich draußen in Paradise Sands treffen wollten. Such dir einfach eine erhöhte Position, dann entdeckst du sie vielleicht. Gut. Danke, Mo. Nein, ich hab zu danken. Paradise Sands also? Na gut, und mein Auto ist weg. Läuft! Dann schnapp ich mir den Krankenwagen. Ist wohl eh nicht so wichtig. So, gut. Dann nix wie auf nach Paradise Sands.
Das ist ja sowieso gleich ums Eck, soweit ich das in Erinnerung habe. Grüner Strich, möchtest du bitte auf der Karte mir den Weg zeigen? Dankeschön. Bin gespannt, wo wir jetzt hochklettern müssen. Ich hoffe nur, dass es nicht allzu lang dauert, weil ansonsten opfere ich auch den Part. Wenn es nicht allzu lang dauert, vielleicht schneide ich es auch noch in den letzten Part rein. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal, was sich ergibt. Hier sind wir auf jeden Fall schon instant am Ziel. Wow. Das ist also das Hotel von Franks Eltern. Die müssen Kohle haben. Gut. Ich muss auf das Dach gelangen. Nice. Das Hotel von Frank Honey. Okay. Das Honey ist. Fünf Minuten. Ich habe keine fünf Minuten. Da muss ich wohl auf die harte Tour hoch. Okay. Dann lass mal gucken, wie ich da hochkomme. Frank haben wir ja auch bereits gesehen, der chillt mit einem Schwein da oben. Besten Buddies, wie es aussieht. Könnte mir das Schwein einfach überlassen. Weil, naja, ich brauche das für die 100%. Und was ich jetzt erstmal brauche, ist Rex Fury. Mal gucken, wie lange das noch dauert, bis wir den endlich geschnappt haben. Schlimmstenfalls noch ganze 5 Missionen. Das wäre auf jeden Fall schrecklich. Da haben wir eine riesige Biene. Okay. Wieder so ein bisschen Einbrecher-Style heute. Schleichen wir uns ein bisschen rum. Hier gibt es nebenbei erwähnt den Farbautomaten, falls er ihn benötigt. Ich brauche ihn ja nicht. Ihr wisst Bescheid. Wir haben den roten Stein, mit dem ich hier unendlich Farbe habe. Mit dem ich unendlich die richtige Farbe habe. Dementsprechend erleichtere ich mir das damit ein bisschen. Jetzt muss ich hier auf die Biene drauf. Mit der Biene nach oben. Sehr schön. So, jetzt könnte ich mir das hier zum Beispiel auch ein bisschen erleichtern. Was haben wir denn hier Schönes? Ein bisschen Fitnessgeräte, okay. Mal gucken, ob es dafür irgendwas gibt. Es gab ja auf jeden Fall in der Feuerwehrstation dafür irgendwas. Mal gucken, ob es hier bei Honeys Hotel auch was dafür gibt. 1 von 3. Ja, das sieht tatsächlich so aus, als würde es dafür was geben. Das freut mich ungemein. So, hier auch ein bisschen A-Spam. Ständig dieses A-Spam, ey. Okay, 1 von 5. 2 von 5. 3 von 5. Chase ist der kräftigste Einbrecher aller Zeiten. Und zu guter Letzt noch ein bisschen gegen den Sandsack A-Spammen. Sehr schön. Na gut. Sie scheinen tatsächlich ein Mitglied zu sein. Ja, der hat uns obwohl ich sie nicht erkenne und sie auch keine Mitgliedskarte dabei haben. Interessant. Vielleicht hätte ich doch zuerst mit dem Herren hier reden sollen. Was haben wir eigentlich hier Schönes? Und warum kann ich hier nichts machen? Keine Ahnung. Da könnte ich, glaube ich, dieses Honey-Schild da hochklettern. Was auch immer. Vielleicht gibt es hier ja noch was, wenn ich die jetzt hier benutze. Die steht so ein bisschen abseits. Also ich würde da was verstecken als Entwickler. Mal gucken, ob die Entwickler genauso gedacht haben. Meine Güte, dieses Aspen. Nee. Nur ein bisschen Cash. Aber Cash brauche ich nicht. Das hilft mir gerade nicht weiter. So. Und dann snacken wir das hier rein. Und dann kann es auch schon weiter nach oben gehen. Sobald ich mich wieder zusammengebaut habe, weil diese Explosion mich seltsamerweise immer mitreißt. Yeah. Groovy. Ah nee, ist ein Pferd. Frank! Moin! Hallo, Chase! Hast du dich im Hotel meiner Eltern einquartiert? Nein, ich suche nach Winnie Papalardo und Rex Fury. Hm, ich kann mal im Gästebuch nachsehen. Das ist nicht... Egal. Hast du von hier oben aus irgendwas Verdächtiges beobachtet? Nö. Da war nur dieser komische Hubschrauber, der vor ein paar Minuten hier vorbeiflog, um dann auf dem Gebäude gegenüber vom Herbert Hotel zu landen. Beim Herbert Hotel? Dann muss ich dahin. Hey! Was spricht denn gegen das Hotel meiner Eltern? Ob das wohl mit dem Gast zu tun hat, bei dem sich die Schokolade auf dem Kissen was als gut, Kakerlake Chase? Raus... Okay. Tschö, Honey. Dann gucken wir mal, was da drüben abgeht. Hoffentlich düse ich da nicht gleich in irgendeine Party rein. Das wäre auf jeden Fall äußerst falsch. Aber interessant, es geht wieder über die Dächer von Lego City, wie es aussieht. Sehr, sehr cool. Ich mag das ja, wenn es über die Dächer geht. So ein bisschen Assassin's Creed-like. Ist schon cool so. So, einmal hier mit dem Gärtner.
Besser nicht zu früh loslassen. Sonst muss man ja Franks Honeys Hotel nochmal komplett hochklettern. Allgemein wäre jetzt runterfallen verdammt ärgerlich. Deswegen versuche ich das gerade so ein bisschen zu vermeiden, hier runterzufallen, weil nochmal Frank Honeys Hotel hoch. Nee, das möchte ich mir dann doch auch lieber ersparen. Was haben wir hier Schönes? Eine Jukebox. Okay, eine von drei. Okay, anscheinend müssen wir in dem Gebiet Jukeboxen zusammenbauen. Na gut, wenn es sein muss, mache ich das auch. Und hier haben wir irgendetwas Rotes. Ein Sprinkler? Könnte ein Sprinkler sein. Ist aber kein Sprinkler. Und jetzt ist irgendwie die Fontäne im Weg. Super. Gut, dann warte ich, bis es respawned ist. Das habe ich ja super fallen lassen. Wo brauche ich das denn? Der Pfeil zeigt mir eigentlich die Sprinkler an. Hä? Ah. Also ich kann damit Sprinkler verstopfen? Okay. Gut, dann ist ganz klar. Ich muss alle drei Sprinkler verstopfen und dann schießt wahrscheinlich aus dem dritten, aus dem vierten Sprinkler irgendwas raus. Denke ich mir mal. Und das hilft mir dann da hoch. Auch wenn ich es schon irgendwie so hätte wahrscheinlich schaffen können. Merkwürdig. Na gut. Würdest du bitte, Chase, den Sprinkler? Dankeschön. Gut. Und das letzte Teil haben wir wo? Ah, einfach hier bei der Liege. Alles klar. Einfach zum Mitnehmen. Snack. Wie ich es mir dachte. Schönes kleines Rätsel. Würde ich behaupten. Jetzt müsste ich da nur noch hochkommen. Sehr schön. Oh yeah. Rockmusik. So, das muss ich kaputt machen. Dann kommt da genau was raus zum Hochklettern, wie ich es mir dachte. Meine Güte, das kostet schon wieder so viel Zeit. Ich glaube, das droppe ich einfach wirklich noch in den letzten Part rein. Das bedeutet, ignoriert die Verabschiedung, es geht direkt weiter, meine Damen und Herren. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich den Part auch nicht beendet. Aber ich dachte, es geht direkt in die nächste Mission rein. Du hast mir die Karre geklaut und dann auch die Party versaut. Junge, Junge. Ja. Oh, shit. Wollte gerade sagen, ja, das waren wir. Wir haben wirklich den Leuten die Karre geklaut. Aber dass die mich jetzt hier wirklich angreifen, hätte ich nicht gedacht. Okay, verhaftet. Und in your face. Nice. Mann, hier Stress. Warum waren das überhaupt Ganoven gerade? Keinen Sinn. Naja. Einmal hier gießen. Einmal dort gießen. Dann kommen wir hier hin. Gibt's hier irgendwas? Nein. Muss nur hier rüber. Sind wir dann jetzt langsam da? Das wäre schon cool, wenn ich jetzt dann bald ankommen würde. So, was gibt's zum Beispiel hier oben? Ich glaube, da oben geht es weiter. Und hier drin ist nur dieser Farbautomat, den ich jetzt gleich benötige. Sehe ich das richtig? Nein. Aber ein 10.000er Stein. Gut, dass ich es mitgenommen habe. Freut mich. Ah, gerne, gerne. So, was haben wir hier Schönes? Irgendwas für 10.000? Ein Paradiespool. Für leider mehr als 10.000, um genau zu sein, 30.000. Teuer, teuer. Aber wir wollen ja alle Superbauten machen. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als auch diesen hier herzustellen. Und der kommt auch gleich mit einer Nebenaufgabe. Und zwar müssen wir den Pool mit Wasser füllen. Na gut, der Feuerlöscher ist ja eh relativ kräftig. Deswegen, das klappt schon mit dem Feuerlöscher. Will ich nur. Ja, sehr schön. Der Pool ist gefüllt. Der Ball treibt umher. Und der Ball treibt raus. Und der Ball
Muss anscheinend irgendwo anders hin. Okay. Mache ich das gerade? Ich glaube, das ist gerade alles storyrelevant. Sehe ich das richtig? Habe ich schon irgendwo einen 10.000er bekommen oder setzen die jetzt voraus, dass du mit 10.000 hier hochkletterst? Ich habe jetzt 20.000 so gesehen gefunden. Das bedeutet, es muss ja irgendwo noch was gewesen sein, den ich dann letzten Endes mir das komplett finanzieren hätte können. Naja. Keine Ahnung. Ich krieg langsam Übung mit diesen Katapulten. Ob man so stolz darauf sein kann, Chase? Ich weiß ja nicht. So, das gibt auch einen goldenen Stein. So, und jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Und was ist optional? Ich schätze mal, hier geht es weiter mit der Farbwaffe. Oder? Katapult. Super. Ja. Dann ist die Frage, wo warp mich das hier hin? Zu einer Kiste. Diese Kiste kann ich hier abstellen. Dann kriege ich hier ein kleines Auto, okay. Das ich fernsteuern kann. Und ist das so ein kleines Auto? So ein Autoparcours? Sieht mir so ein bisschen aus wie so ein Autoparcours. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie Goldsteine gibt. Sieht aber so ein bisschen danach aus. Machen wir einfach. Schadet ja nicht. Und steuert sich ja auch recht easy. Kleiner Speedrun hier durch den kleinen Parcours. Ja, selbst für kleine Kinder leicht funktionieren dürfte. Und voila! Ah, Farbautomat. Okay. Ja. Baue ich den zusammen? Komm, wir bauen ihn noch zusammen. Also solltet ihr die Farbe nicht besitzen, die man da hinten benötigt, dann bekommt ihr die Farbe hier von diesen Farbautomaten. Ich dachte, ich krieg da jetzt einen goldenen Stein, aber... Von Farbautomaten jetzt da langrennen? Nee. Nee. Den brauche ich doch nicht. Ich habe hier meinen wunderbaren Cheatcode. Immerhin zeige ich euch, wo der ist, ne? Falls ihr den Cheatcode noch nicht habt. Und Probleme habt, weiterzukommen. In diesem Spiel.